Ja, vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Sie zum letzten Mal vor Weihnachten hier willkommen heißen im Mittwoch der Kasseler Eissporthalle nach dem Spiel der Kasseler Huskies gegen die Starbucks Rosenheim. Das Endergebnis war 5:2, Strafen hatten wir heute noch mal mehr. Kassel 14 plus eine Matchstrafe gegen Marco Habermann. Rosenheim 22 plus zwei Disziplinarstrafen. Das Ganze vor 3.384 Zuschauern. Bei mir begrüße ich die beiden Coaches. Das ist Franz Stehr als Headcoach der Starbucks Rosenheim und unser Headcoach Ulrich Rossi. Auch vor Weihnachten hört sich das selbstverständlich, dass der Gast das erste Wort hat. Herr Stehr, ein paar Worte zum Spiel bitte. Ja, schönen guten Abend. Wir sind heute nicht so gut ins Spiel gekommen. Erstes Tor Zweikampfverhalten, zweites Tor 5-3. Wir haben dumme Strafe gekriegt, Scheibe dann bei 5 gegen 4 übers Plexiglas. Das dritte Tor kommt der Mann nicht fertig gespielt. Das vierte Tor, der fährt durch drei Leute durch. Meine vierte Reihe schläft. Das war grausam, das darf nicht so passieren. Warum der Schiedsrichter dann das 4 gegen 2 nicht gibt, das entzieht sich meiner Kenntnis, weil wenn der sieht, dass das Tor verschoben ist, dann es war kein Rosenheimer dort, dann muss es zumindest 2 Minuten geben. Ist für mich nicht nachvollziehbar, diese Entscheidung. Das ist natürlich, das kann der Mannschaft Auftrieb geben. Wir haben natürlich da immer wieder eine ins Genick gekriegt. Wir haben dann eigentlich besser gespielt, haben auch unser paar Chancen erspielt, sind dann auf 4-2. Dann haben wir im letzten Drittel noch einen Lattenschuss, das wäre 4-3 gewesen. Wir kriegen eine Strafe wegen Behinderung, Drogen ist dasselbe, für mich auch nicht nachvollziehbar. Aber gut, so ist es, wenn du unten stehst und keinen Lauf hast, dann passiert dir das, dann kriegst du die Tore, die du mal nicht kriegst und du schießt das nicht, das schießen sollst. Meine Mannschaft hat bis zum Schluss sehr hart gearbeitet, das ist sehr positiv für mich. Aber wenn du nicht im Spiel das Tor schießt oder das Momentum auf deine Seite fällt, dann ist das schwierig. Wir müssen nach vorne schauen, wir haben jetzt eine schlechte Serie, haben einige Spieler angeschlagen und verletzt oder Verletzte zurückgekommen, die sind nicht so in Tritt. Aber die Saison ist noch lang. Dankeschön. Ja, Steff, vielen Dank. Rico, wie hast du das Spiel gemacht? Ja, danke schön. Die ersten Drittel werden im Schlüssel zum Sieg heute. Wir waren schon wach und wir haben sehr hart gespielt in den ersten Drittel. Und die Gegner hat kein Mittel für das in den ersten Drittel. Denn nach dem ersten Drittel hatten wir unsere eigene Schwierigkeit, dem Spiel zuzumachen mit dem fünften Tor. Und Rosenheim hat sicherlich hart gekämpft und wieder zurück im Spiel gekommen. Aber dann im letzten Drittel haben wir wieder stabil gespielt, defensiv hart gespielt und auf unsere Chance gewartet. Und dann mit dem leeren Tor im Spiel zugemacht. Die Special Teams waren sehr wichtig für uns. Sehr wichtig Tor, die 5-3. Und dann sehr gut in Unterzahl. Allgemein ist es ein gutes Spiel für uns. Wir haben viele Dinge sehr routiniert und sehr einfach gemacht und sehr einfach gespielt. Rosenheim hat sehr hart gespielt und wir haben zurück auch hart gespielt gegen dem. Und das war auch gut für uns. Es ist auch ein Zeichen, dass die Mannschaft ist, nicht eine Mannschaft, die nur offensiv spielt. Und wenn du hart gegen dem, dann spielen die nicht. Man kann auch hart gegen uns spielen, das macht uns nichts aus. Die Spieler gehen sehr gut von das. Sie sind eine körperbetonte Mannschaft und das gefällt uns, wenn die Gegner auch hart spielen. So allgemein ein sehr gutes Spiel und im Moment ein sehr guter Lauf für uns. Ja, das würde ich auch so bestätigen. Der Lauf ist durchaus da. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Nein? Dann fasse ich nochmal die Ergebnisse aus den anderen Stadien zusammen. Endstand ESV Kaufbeuren gegen den EC Bad Nauheim 3:4. EV Landshut gegen die Ravensburg Tower Stars 6:4 im dritten Drittel. Heilbronner Falken gegen die Bietigheim Steelers 0:2 im dritten Drittel. Eislöwen Dresden gegen die Eispiraten Krimmitschau 6:4, das ist ein Endstand. Lausitzer Füchse gegen die Löwen Frankfurt 5:7, ebenfalls Endstand. SC Riesersee gegen die Fischtown Penguins im dritten Drittel 5:2.
Unsere nächsten Spiele am Sonntag, den 21.12., man könnte aber sagen, übermorgen, um 17 Uhr spielen wir, ja, wer hätte das gedacht, kurz vor Weihnachten, absolutes Topspiel der Liga in Bietigheim beim Tabellenführer. Dann nächstes Auswärtsspiel, es geht jetzt Schlag auf Schlag, Dienstag, 23.12., 19.30 Uhr in Landshut. Und wir sehen uns aller spätestens wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag, 18.30 Uhr bei uns zu Hause. Dann die Ravensburg Tower Stars. Nicht vergessen, Freitag, trotzdem 18.30 Uhr, ist der zweite Feiertag. Ich gebe das Mikro noch einmal weiter an Rico. Ich würde in die Namen von den Spielern, Trainers, Joe Gibbs und die Familie Kim eine ganz herzliche und frohes Weihnachten zu allen unseren Sponsoren, Fans und Media. Nico, was machst du eigentlich? Wenn du sprichst, sind wir alle ruhig. Das für die meinen Spielers. So, unserem Gast wünsche ich natürlich auch frohe Weihnachten. Erstmal gut nach Hause. Wir kommen sicher nach Hause. Wir sehen uns dann einmal in Rosenheim dann. Mal gucken, was danach kommt. Ihnen allen jetzt erst nochmal schönes Wochenende, schönen vierten Advent, frohe Weihnachten und bis zum zweiten Feiertag. Machen Sie es gut, bis dann und tschüss.